Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, euer Lemmingwanz, und ich heiße euch heute alle herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Freundschaftswoche. Heute wollen wir uns das nochmal reinziehen, mal gucken, was die so auf dem Kasten hat, ne? So. Ha, viele neue Gesichter. Uwe Hakon Schwarzherz haben wir mit am Start. Schönes Ding. Als Oberherrn. Ach, gegen den Dunkelstamm sind wir schon lange nicht mehr, glaube ich, zu Felde gezogen. Dusch der Kartenhüter. Warte mal kurz, mal kurz ausschalten. So. Dusch der Kartenhüter. Ein Turmverschnitt, schönes Ding. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass die Zwergenhelme drauf haben. Asbro, der Haarige. Ich finde die geil. Ich mag die. Ich finde die richtig cool. Ich finde es so schade, dass es nicht mehr Bärte gibt bei den Uruks. Absolut. Dann haben wir noch einen Azadar von den Höhlen. Ne? Nice. Muck der Fliegen. Oh, cool. Guck mal hier, sogar mit dem Maulkorb. Nice one, schönes Ding. Das gefällt mir gut. Geil. Sehr geil. Ich glaube, den haben wir schon mal gesehen, aber mit dem Maulkorb, das ist mal wieder was anderes, ne? Horza, der Rote. Ist eine schöne Mischung eigentlich hier, was wir hier drin haben, ne? Und ein Blizzard. Sau cool. Endlich mal wieder gegen einen Blizzard zu Felde zu ziehen. Das freut mich richtig, meine Lieben. Jetzt legen wir mal direkt los, ne, bevor ich hier noch weiter am Schwätzen bin. Warte mal kurz. Ich muss ja. Oh mein Gott. Entschuldige, Leute. Oh, so, da pa. Oh, ich hab. Oh, meine Fresse. So, let's go. So, dann kann es nun losgehen zu dieser Festung, zu der Zitadelle. Einen schönen Angriff starten. Ne? So, die da. Noch einer und zack, es kann losgehen. Ich bin gespannt, was wir hier so alles drin finden werden. Jawohl! Ah. So. Wer will noch etwas? Hier kriegt er das und noch einer hier und noch einer wird aufgeschlitzt. Friss Scheiße, du Sackgesicht! Haha. So, wer will was? Oh, shit. Ah! Du bist stark für einen Menschen. Kannst ein Schild brechen. Aber einen Uruk-Krieger brichst du nie. Okay, das ist jetzt natürlich Kopftrümmerschild. Den hätte ich mir jetzt hier nicht drin gewünscht. Wär mir sehr lieb, wenn du den nicht mehr einsetzt. Weil. Den haben wir so oft gesehen. Nee. Einfach nur nee. Und Dusch der Turm ist auch so eine Sache. Auch nicht so toll. Sage ich ganz ehrlich. Warte mal. Ist natürlich jetzt ein Standpunktthema, was ich ganz geil finde, aber trotzdem, die beiden hätten echt nicht sein müssen. Absolut nicht. Die gehören nicht rein, finde ich. Die gehören einfach hier nicht hin. Die versauen ein bisschen. Alles drumherum, du hast ganz coole Uruks. Das sind einfach zwei, die sind so oft vorgekommen, das ist so schlimm, finde ich teilweise. Und darüber kann ich mich halt wirklich aufregen. Also, jetzt nur mittlerweile schon seit einer ganzen geschlagenen Weile. Oh, scheiße. Hat nichts damit zu tun, dass die halt zu stark sind oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach damit zu tun, dass es einfach nervig ist, die zu bekämpfen. So. So, gucken wir mal. Na, ist giftig, hä? So. Boah, der andere prügelt auf den Karago ein. Oh, scheiße, jetzt können wir uns wieder was anhören. Für das Jahr brauche ich keine Türme mehr, Leute. Für das Jahr brauche ich keine Türme mehr. Schreibt's euch auf. Ich brauche keine gottbeschissenen Türme mehr. Ja, leck mich am Arsch. Haha, ich brenne. Ja, so.
So, den nächsten. Also den ersten, beziehungsweise wenn ich auf meinen Killcount lade. Doch uns alle besiegst du nicht. Wir werden dich befallen. Okay. Natürlich geiler Abzugsmonolog, ne? Ah, jetzt hätten wir erstmal das Beinchen abgehackt. Ah, Tod und Zerstörung. So wie es sich gehört. Oh, heilige Scheiße. Das ist... Wer ist das? Das ist auch ein Standpunktthema, so... So verdorrte oder sowas, so sowas in die Richtung, ne? Skak, der Schöne. So richtig hässliche. Finde ich eigentlich ganz cool. Schöne Sache auf jeden Fall. Ein kleines Standpunktthema. Hast du mir gar nicht gesagt, dass du hier ein Standpunktthema reingeknallt hast, ne? Trotzdem, aber bestimmte Orks, das ist dann... Das ist dann schon irgendwo nicht so geil, ne? Was ist das? Etwas Besonderes gebraut. Tugox, soll ich nicht. Den kenn ich noch nicht. Tödliches. Nur für Menschenpack wie dich. Ist der ekelhaft. Was willst du? Welch ein Genuss. Welch ein Genuss, ja, kein Thema. Wenn du darauf gewartet hast, dass ich dich umbringe, hey, da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Mann, leck mich doch! So. Meine Fresse. So. Einmal so. Und... Ach, shit. Einmal kurz. Machen Sie jetzt schnell. Schnell und einfach. Wieso will der nicht sterben? Ich versteh's nicht. Ist doch gar nicht mal so schwer. Euch einfach nur hinzulegen, aufhören zu atmen und den Herzschlag anzuhalten. Machen wir jetzt mal ein paar Fliege los. Haha. Alles klar, läuft. So, oh, jetzt stechen wir einen ab. Auch nicht übel. Auch nicht schlecht. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Jetzt werde ich ihn begrüßen. Das ist schön, wenn du das machst. Das finde ich super gut. Ah! So. Und die Rübe ab. Schön. Vorsicht, volle Deckung, hier knallt's. Stirb, du Hund. Du kannst mir nichts tun. Kein Mensch. Das ist ein Brecher, scheiße. So ein Mist. Aber auch. Haha! Einen trifft man immer. Weiter geht's! Lasst sie Schmerzen fühlen! Na super, jetzt habe ich wieder meine Wut verloren. Saugeil. Meine Macht geht flöten im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Eigentlich nett, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, du Schweinehund! Oh, cool, da ist ein... Oh, da ist so ein Fetter. Fettklos! Stirbt, ihr Schweine! Der Gefräßige. Oh, hier sind Brecher viele. Tja, dann hätte man nicht so viel fressen sollen, ne? Wäre ja vielleicht eine Idee gewesen, aber hey. Ein 500 Kilo Steak geht immer, ne? Gib ihm!
Ja, so. Vielleicht lasse ich dich leben. Ich wäre fast ernst geblieben. Pass mal auf, wer hier jetzt gleich einen nicht leben lässt. Ah, doch nicht der. So, wir brauchen jetzt hier mal ein bisschen Verstärkung, Leute. Ah ja, schön. Wenigstens einer, der getötet wurde jetzt gerade. Shit, 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 shit. Was ein Massaker gerade. Ah, du Scheiße, geh weg. Das ist gut, wenn du satt bist. Nimmst du vielleicht mal ein bisschen ab, du fette Sau. Ich geh nochmal kurz. Tötet sie alle, diese elenden Hunde. Nee, danke. So. Denn ich stech dich ab. Mordor zerstört dich. Das hat es bereits. Wow, das ist auch cool. Sowas hat auch, habe ich auch noch nicht so gehört. Geile Sache. Eieieiei. Unterbrechung über Unterbrechung. Sorry, Leute. So, weiter geht's hier im Text. Wir müssen ja jetzt noch jemanden hier abstechen, damit wir hier endlich Ruhe haben, gleich mal. Ah, endlich. Oh, es gibt nichts Entspannenderes, als einen Uruk umzulegen. Aber, hey, jedem das seine, ne? Meine Fresse. Mann, gebt mir doch mal Rückendeckung, was seid ihr für scheiß Gefolgsleute? Meine Fresse. So, auf jetzt, die Hütte nehmen wir jetzt ein. Lebt hier überhaupt noch irgendwas? Ne, wir haben echt alle getötet. Hi, Hawk. Du hast heute noch kaum welche getötet, Hawky. Das geht so nicht. So, Momentchen. Einmal hier. Urbenno, die schwarze... Ah, Benno, die schwarze Ulme, wie cool. Cooler Name, vor allen Dingen. Das ist bestimmt ein Brecher, das sieht so nach Brecher aus. Das ist ein Bestienmeister? Alles klar. Wieso ihr immer mit mir schwätzen müsst, ihr stinkenden Ratten? Stirbt ihr Hunde, ihr scheiß stinkenden Ratten. Geh weg doch mal! Haha. Ha. Wieso ist denn der schneller wie ich? Ich glaub's hackt. So. Ja. Hey! Du kämpfst immer nur mit schmutzigen Tricks und jammerst übers Leben. Ich geb dir was zum Jammern. Alles klar. Dann gebe ich dir ein paar schmutzige Tricks. Haha. Der sagt, ich jammer nur übers Leben. Und jetzt haut er selbst ab. Die feige Sau. Oh, Scheiße. Oh, das wehgetan. So.
So ein Drecker. Ach, du haust mir nicht ab. Genieß den Sieg, Mensch. Der Oberherr wird dir keinen weiteren gewähren. Ja, ja, ist gut. Stirb. So, schönes Ding. So, ermordet. So, was töten wir jetzt? Alter, wieso ist der eine jetzt schon wieder da hinten? Kann man nicht einmal sich an irgendwas halten? Wieso bist du stets auf der Hut? Geh weg, Mann! Oha, ich flieg gleich durch die Gegend. Okay. Ja, wenn es natürlich sowas gibt. Ne? Ist immer gut. Stirb, du Schwein! Furcht vor Hinrichtung, was bist denn du für ein Lappen, hä? Ach, gerade den nächsten getötet. Unterschied zwischen dir und mir? Von meiner Sorte gibt es Tausende. Tja, bist halt kein Unikat, ne? So, nein. Tot. Schön. Aufgeschlitzt. Alter, da fliegen immer die Fetzen, hey. So. Eieiei. Na, ihr Feiglinge. Das ist gut. So. Was geht denn jetzt ab? Oh. Ich sollte mich wohl ein bisschen beeilen. Nee, ich mach gerade den Coolness-Faktor. So, gerade den nächsten. So. Ist ja noch ein. Zack, der nächste gerade gekillt. Ah, ihr habt sie schon alle ermordet. Schön. Sehr gut. Das musste jetzt sein. Hier liegt ein Handschuh und ein Kopf. Hat einer den Besitzer dieses Kopfes und dieser Hand gesehen? Was geht denn jetzt? Achso. Ich muss ja erstmal irgendwie rein. Ne? Erstmal wieder nein. So, schön hier in der Festung, nein, ne? Hallo, hier ist Lemmingwanze. Ich hab gerade ein paar deiner Leute getötet. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich hab mein Rat, um so weit zu kommen. Lange geplant. Lange gekämpft. Jetzt wirst du lange, lange leiden. Du okay. Nicht. Hat ich jetzt auch nicht vor. Ich immer schreien. Jetzt bin ich mal gespannt. Dieser eine Orlok, der kommt mir bekannt vor. Aber ich meine, die Schmerzsucher sehen alle generell ziemlich sich ähnlich. Azagur der Schmerzsucher. Aha, aha. Ah ja, naja, dann kann ich nicht. So, gib ihm. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse.
Ihr meint euch mit mir anlegen zu können? Passt mal auf, jetzt gibt's mal richtig aufs Maul hier. Jetzt gibt's... Oh, scheiße, das ist ja Fluch. Ich wollte gerade in das Fluchding reinrennen. So. Stirb, du Schweinebacke. Ey. Die Höllenhetzer werden einen weiten Bogen um dich machen, wenn mein Gift sein Werk verrichtet hat. Okay, nee. Auch immun gegen Hirschu, ich glaub's hackt. Haha, hast dir so gedacht, ne? Stirb, ihr Schweinehunde! So. Der meint, man kann mit Gift umgehen. Dann hat er mich noch nicht gesehen. Ich prügel dich gerade wieder auf deinen scheiß Thron zurück, beziehungsweise gerade wieder runter. Dir schlag ich jeden Zahn aus, du ekelhafte Ollokratte. Na super. Ach, jetzt kommst du mal. Wenn ich schon die ganze Arbeit verrichtet habe, du faule Ratte. Schlitz dich von hinten auf. Und von vorne und von der Seite. Links, rechts, oben, unten. Stirb! Ich gehe jetzt. Du gehst bald. Na, hoffentlich. So, gerade den nächsten Kopf abgehackt. Zu den Füßen des Thrones die Rübe abgeschlagen, so wie sie's gehört. Auf dem Fußboden winselnd, krakelend. Scheiße. Ne? Ja. Schön. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt dabei. Talion, die Kamera ist für den Arsch. Perfekt. Also dann, macht's gut und ciao.